nochmal 2 Kilometer links fahren. Aha. Was tun, wenn der Ding bergauf schneller ist, auf der Geraden aber lahm, Arschi? Mann, oh. Überholen geht ja nicht. Reiner Zeit, 4 Kilometer. Rasso, Service, Ezzo und Plavazza. Bieten sie an. Du hast ein langes Vehikel. Glaube ich dir jetzt nicht. So lang ist er nämlich gar nicht. Bulgarien. Gas geben hätte, werde ich vorbeikommen. Wenn ich den Schuh an der Wohlspur. Jetzt habe ich natürlich Schwung verloren, das ist klar.
rausfliege. Scheibe, da hockt sie, da, da hockt sie, da. Das ist scheiß Viech. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Schönes, langes, großes Handtuch. Ich glaube zwar nicht, aber dafür ist das Handtuch einfach zu lang. Da ist er. Scheiße, ich hab ihn jetzt. Wenn's auf und hinaus mit. Nicht lange genug geärgert. Windhunter. Windjäger. Okay. Zu vermieten, Werbeanhänger. Ja, genau. Dass mein Schild irgendwo neben so einem Plakat von der Spielhalle oder von McCott steht. Geht. Mücke. Hessens. Was heißt das? Hessens wie Mitte, Mitte, Mitte. Ah, komm rauf. Maxi Autohof.
die Autofahrer halten sich dran. Ja. Wenn man Nebel fährt, fährt man langsam. Genau. Weil man ja weniger sieht. Naja, das war ein Scherz. Natürlich ist er gerast. Mit seinem Mercedes, Audi, BMW. Das ist normal. Nebel? Der eine schaltet sein Nebelschlussleuchter ein, weil ein bisschen Nebel ist. Und der andere rast hier durch. Na komm. Ist ja nur ein bisschen Nebel. Bergauf noch bremsen. Rollen lassen. Ich kann ja nicht überholen. Da vorne kommt wieder bergauf, da bin ich lahmarschig. Also seine Geschwindigkeit jetzt mitfahren. 85. Oder was er auch immer fährt. Ja. Der ist gar nicht hinter mir überholt gerade. Ich gehe mal runter auf 82. Zickzackfahren hinter dem LKW. So, jetzt frei, kann ich vorbei. Sich bemerkbar machen. Ein Däne. Jetzt sind wir schon bei schon 9. Der hat ein Glasgestell drauf. Tot.
30,6 Kilometer links fahren.